Diese böse Minion hat uns einfach eingesperrt. Und ihr wisst, was zu tun ist. Wir müssen heute vor diesem Minion entkommen. Warte mal, der ist einfach reingekommen. Dann lass uns schnell das Ganze hier mal öffnen und aus dem Minion Barrys Gefängnis entkommen. Ey, das wird so cool, Leute. Ich sag euch auch, diese Obby ist komplett neu. Also, habt ihr noch nie davor gesehen. Hier gibt es noch eine Menge Secrets, wie dieser Raum einfach gar nichts ist. Sehr, sehr toll. Erstmal müssen wir diese richtig krassen Sprünge machen und dürfen nicht in diese Säure da unten reinfallen. Ihr seht doch hier, ganz viele Türen sind offen und das ist einfach Barry. Oha, Leute, schnell weg. Dann einmal hier den Knopf drücken. Das kennen wir und da dürfen wir nicht in diese radioaktiven Stacheln reinfallen. Oha, Leute. Ist da noch einmal dieser neue Typ aus dem Minion-Film und der kostet 120 Robux. Ich glaube, das kaufe ich, Leute. Das müssen wir mal austesten. Ey, das wäre so cool. Können wir das sehr rumlaufen. Und Leute, schaut mal, ich wurde einfach diese richtig krasse Minion aus dem neuen Minions-Film. Und ich muss schon sagen, das sieht so krass gemacht aus. Wirklich wie aus dem Film einfach. Und, warte mal. Wie auch immer, wir brauchen einmal hier ganz genau dieses Item und dann öffnen wir das Ganze einmal damit. Weiter geht es. Ich bin normal, Leute. Aber hier gibt es doch weitere Skins. Ich meine, wie wäre es mit dem langen? Den können wir auch mal austesten. Das heißt, einmal kaufen und vielleicht können wir dann die Obby besser meistern als der lange Minion. Und Leute, schaut mal, wie ich laufe. Einfach, ich heb so meinen Arm ein bisschen an. Ey, das sieht so lustig aus. Und oh, da vorne ist der eine Minion. Und ich glaube, der will uns bekommen. Schnell den Knopf umlegen und dann ganz, ganz schnell wegrennen, damit uns dieser Minion hier nicht einholen kann. Aber Leute, wir sind solche Profis. Wir kommen hier ganz, ganz easy weg. Einfach hier außen rumlaufen. Und schaut mal, wie krass das hier bitte alles aussieht. Ich glaube, das ist die krasseste Barry Obby, in der ich jemals war, Leute. Hier steht noch der rote Knopf, muss aktiviert sein. Aber das haben wir gemacht, Leute, weil wir sind echte Profis. Das wisst ihr ja. Dann einmal hier durch diesen Lüftungsschacht durchspringen. Aber das ist das große Minion. Bisschen schwierig. Leute, ihr wisst Bescheid. Dann noch hier entlang und ich glaube, oha, wo sind die wieder hier gelandet? Einfach hier mit ganz vielen Türen irgendwie so ein, ich weiß nicht, Königsraum oder so und dann hier mit Loch und dann sind wir wieder in der normalen Obby. Ich glaube, das ist wirklich so eine krasse Minion-Obby. Ey, wo bin ich hier denn gelandet? Ich muss schon echt sagen, das gefällt mir richtig gut. Und was ist jetzt passiert? Oha, wir haben so einen Bereich aktiviert. Erstmal hier drüber springen mit unserem krassen Minion und dann können wir weitermachen. Und meine Freunde da vorne, auf die warten wir mal noch kurz, auf die Spinne und auf den Minion. Und dann machen wir weiter. Einmal hier über die Bananen, über die Königsstühle und so weiter drüber springen und dann auf diesen Ball aufpassen. Also wirklich, diese ganze Obby wurde komplett überarbeitet und wirklich jedes kleinste Detail wurde geändert. Und ich muss schon sagen, das ist echt, echt bemerkenswert. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Und Freunde, schaut mal, da vorne ist einfach noch ein Minion und ich glaube, wenn wir da reinlaufen, dann bekommt er uns. Naja, wir testen es mal aus und, oh ja, tatsächlich, Leute, schnell wegspringen und dann einmal hier den Hebel umdrücken. Einmal zack drehen und jetzt einen großen Bogen laufen und dann haben wir es auch schon geschafft. Einmal hier hochlaufen und das noch ein Minion-Skin. Ich weiß gar nicht, welchen ich jetzt nehmen will. Ich glaube, wir testen mal den aus, Leute. Einmal hier drauf gehen und dann müsst ihr den kaufen. Und ja, Leute, was sagt ihr? Der sieht auch so, so, so lustig aus. Schaut mal, wie ich auch laufe. Einfach meine Arme sind so richtig breit und so. Und ich muss mich richtig anstrengen, hier die Treppen hochzukommen. Oh, oh. Ich bin runtergefallen und ich dachte gerade, die Spinne wäre ein Bösewicht. Aber das ist sie ja nicht. Was haben wir hier? Noch ein Minion-Morph. Aber ich finde den gar nicht mal so cool, um ehrlich zu sein. Erstmal hier zum Fahrstuhl den Knopf drücken. Und zack, zack, zack. Dann fahren wir hier nach oben. Dann sind wir auch schon angekommen. Und erstmal geht's hier nach kostenlose Bananen. Warte mal. Oha, let's go, Leute. Da müssen wir hin. Aber hier ist abgeschlossen. Oh Mann, ey. Und dann ist hier links der Speedrun-Teil. Okay, dann gehen wir mal dahin. Hier können wir dann den Skin nochmal ändern. Ich glaube, ich nehme nochmal den breiten hier. Dann einmal hier die Speed-Cola nehmen. Einmal trinken. Ich weiß gar nicht, wie ich die hier trinken soll. Oh, diese beim Körper drehen. Und dann werden wir super schnell. Ey, wie lustig ist das denn? Und schaut mal, dieser Speedrun-Part. Ich glaube, das ist der krasseste, den ich je gesehen habe, Leute. Schaut mal die ganzen Details. Ich glaube, da kann man da drüber springen. Warte mal, wir testen es mal. Und ja, okay, das geht nicht. Aber trotzdem ist es wirklich so ein krasser Speedrun-Part. Wir können auch ein bisschen abkürzen, glaube ich. Erstmal hier nach oben. Und dann haben wir uns genau gar nichts gespart. Ja, okay, Leute, vielleicht sollen wir doch einfach mal die Obby normal spielen und nicht nach Abkürzungen suchen oder so, denn ich glaube, das bringt uns gerade relativ wenig. Ich meine, schaut mal da drüben, ganz viele Gänge, also wirklich, hier wurde alles überarbeitet und auch so viel Liebe ins Detail reingesteckt, also das gefällt mir echt sehr, sehr, sehr gut. Ich bin mal sehr gespannt, wie diese Leiterpart hier gemacht wurde. Erstmal, warte mal, drücken Sie Liebe, Leute, ja, lasst ein Like und ein Abo da. Denn wenn der Like und ein Abo da lässt, werde ich mehr Videos über die Minions machen und auch mehr Barry-Obbys testen. Aber ich glaube, hier rein komme ich nicht. Das heißt, ich schau mal, was hier drin ist. Ein Bananentresor, ey, Leute, wie cool. Also ich glaube, ich als Minion würde mich hier sehr wohl fühlen. Aber wir sehen, hier ist einfach nur eine Leiter hin platziert worden. Ey, das ist richtig nett. Dann können wir gleich durchklettern. Und dann können wir hier weitermachen. Ich glaube, dieser Part ist nicht so krass geändert. Ich glaube, den kennen wir alle. Einfach hier ein bisschen springen, springen, springen. Und dann können wir den Skin wieder ändern. Und zwar, ja, okay, zu dem, warum auch nicht. Ich glaube, ich nehme mal den hier. Und zwar der Super Minion. Der ist sogar billiger, tatsächlich nur 99 Robux. Und ja, jetzt bin ich einfach Lami. Aber als Minion, wie krass ist das denn? Mal sehen, ob das Cape fliegen kann. Erstmal hier nach unten. Und ja, okay, fliegen kann es nicht. Aber ich meine, immerhin sieht das Ganze cool aus. Das ist ja auch schon mal was. Das letzte Zahnrad ist einmal hier. Das drehen wir und dann können wir weitermachen. Und ich sehe auch gerade, hier sind überall Bananen hingelegt worden. Also einfach da, wo eigentlich nichts hingemusst hätte, haben die trotzdem Bananen hingemacht. Also da merkt man auch wieder die sehr, sehr krassen Details raus. Und hier ist der Speedrun-Teil. Und schaut mal, da vorne ist ein Riesen-Minion. Oha, wie krass ist das denn? Und irgendwie schaut man, wie Minion
mini diese Sprünge hier sind, ich glaube, als Minion ist es ein bisschen schwerer, das Ganze zu machen. Und deswegen ändere ich meinen Skin zu meinem normalen A-Ray. Und ich glaube, jetzt ist das Ganze viel, viel leichter. Ganz genau. Und ich glaube, ich muss auch gar nicht springen. Wir laufen einfach drüber, Leute. Let's go. Damit haben wir es geschafft und können hier weitermachen. Und dann einmal hier runter. Dann einmal einen kräftigen Sprung. Und let's go, Leute. Und wo bin ich hier denn gelandet? Einfach, was ist das für ein krasser Bereich? Kostenlose Bananen. Und Leute, schaut mal hier. Einfach dieser ganze Essensbereich wurde komplett geändert. Und das ist der Super Minion Boss. Wir holen uns erstmal hier die Essensbazooka. Und dann gehen wir auf den Minion. Ungefähr so. Und Minion, wo bist du? Ich suche dich jetzt. Und da bist du. Und jetzt beschieße ich dich. Let's go mit Essen. Okay, er ist schon auf Rot. Das heißt, die letzten Schüsse kommen jetzt. Und damit ist er explodiert. Let's go. Wir können eben auch schon hier weiterlaufen. Und einmal die riesige Rutsche runter. Oha, Leute, wir rennen einfach. Was ist das denn bitte? Wir haben uns nicht mal hingesetzt. Na gut, dann laufen wir eben. Zack, 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 zack. Und was haben wir hier? Einmal eine Stampfattacke oder so. Aber wir sehen oben rechts, ich bin so weit in der Obby, dass eh kein anderer mehr. Das heißt, ich glaube, die Attacke brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt einmal auf die Regenbogenlaser aufpassen. Und schaut mal hier, einfach der Laser ist blau. Das gab es in der echten Berry-Obby auch nicht. Und ja, so geht das schon mal nicht. Und wir haben es geschafft. Sehr, sehr krass. Beim ersten Versuch natürlich, Leute, ihr wisst Bescheid. Und schaut mal, wir können sogar so Mini-Minions kaufen und sowas. Wie süß ist das denn? Und schaut mal, jetzt ist zwar mein Orangensaft-Text weg, aber immerhin habe ich einen Minion auf meiner Schulter. Und ich glaube, damit können wir den letzten Boss auf jeden Fall ganz, ganz einfach besiegen. Und schaut mal, das ist der Mega-Minion-Boss. Oha, Leute, schaut mal, wie krass der aussieht. Ey, den müssen wir sofort hier abschießen mit Essen. Ich meine, der hat so einen großen Mund, der frisst einfach unsere Burger und alles. Wir machen dem nicht mal Damage richtig. Aber trotzdem, er ist so langsam. Ich glaube, wir müssen ihn einfach füttern, bis er explodiert oder so. Das sieht zwar eher süß aus, wie wir ihn hier abschießen, aber trotzdem, ich muss den Minion leider, leider fertig machen. Und er ist rot und der letzte Schuss ist damit auch schon gemacht. Und Leute, ich wurde einfach ins Ziel teleportiert oder so. Ich glaube, wir haben es geschafft. Im Video auf dem Bildschirm haben wir die Junsell Roblox Berry Obby gespielt. Ich würde sogar sagen, dass die Junsell Obby ein bisschen besser war als die hier. Wir sehen uns dann in dem Video wieder. Habt noch einen wundervollen Tag. Bis dann, Freunde.